So, ich möchte gleich weiter erzählen. Und zwar in diesem Kapitel geht es um Oma und ihre Geschwister und ihre Freunde, die wie ein Wunder den Bombenangriff auf Dresden überlebt haben und auch in Kriegssituationen überlebt haben. Meine Oma und ihre Geschwister haben ihre Eltern sehr früh verloren. Es gab damals diese Grippewelle und daran sind die Eltern verstorben. Die Kinder wurden dann an alle Verwandten aufgeteilt. Die Brüder waren in Kinderheim. Meine Oma hat es besser getroffen. Sie hat dann als Wirtschafterin unter anderem auf dem Gut bei Schloss Pillnitz gearbeitet und sie spricht immer davon, das war ihre schönste Zeit. Irgendwann lernte sie dann meinen Opa kennen und sie sagte, ich habe in seine Augen gesehen und es war Liebe auf den ersten Blick. Sie hatten sehr, sehr viel Spaß. Die Familie hielt zusammen, die Freunde hielten zusammen. Ihr Bruder, der hatte eine Apfelplantage, Obstplantage in Mäusegast. Und es wurde sehr viel gelacht und gescherzt. Dann, wie gesagt, kam ja leider die böse Zeit mit Krieg, weil dumme Menschen meinten, Krieg ist gut, Krieg ist schön, mit Krieg erreichen wir was und wir wollen unser Reich vergrößern. Wie gesagt, daraufhin will ich nicht weiter eingehen. Ich möchte nur so viel darauf eingehen, dass ich immer der Meinung bin, dass das Gute doch siegt oder wir beschützt sind auch irgendwie. Ich bin der Meinung, dass meine Oma und ihre Geschwister alle überlebt haben, was ja schon ein Wunder ist. Die Geschichte mit Oma habe ich ja so ein bisschen angedeutet. Und nun kam es auch hinzu, dass unter anderem ihr kleiner Bruder Martin eingezogen worden ist als Soldat. Er war noch ein sehr junger Mann, sehr, sehr hübscher Mann. Der wurde eingezogen. Und es war ja damals leider so, dass die Wehrmacht eingefallen ist in Russland, Polen und so. Und es haben sich schlimme Szenen abgespielt. Es wurde in die Dörfer gegangen, es wurden die Menschen erschossen, Frauen, Kinder, alte Menschen, wehrlose Menschen. Und Martin hat da gesagt, ich mache da nicht mit, das ist Mord, ich erschieße keine Kinder, ich erschieße keine Menschen, was soll das hier? Dann haben sie ihm gedroht, das war diese übliche Weise, wenn du das nicht machst, dann baumelst du gleich am nächsten Baum oder wir erschießen dich. Und Martin blieb standhaft, ist mir egal, ich erschieße hier keinen. Ja. Dann wurde er an die Ostfront geschickt, und zwar in den schlimmsten Kessel überhaupt, nach Stalingrad. Martin hat nicht sehr viel darüber erzählt, nur so viel, wenn er dann mal hier zu Besuch war, hat er davon erzählt, wie schlimm das war, dass er nicht verstehen konnte, rechts und links im Graben wurde, wie schön die Vögel zwitschern mal da nebenbei, flogen alle um und er lebte noch. Es war die Hölle, es war kalt, es haben sich da die schlimmsten Szenen abgespielt. Es gibt da auch umfangreiche Dokumentation zu und aufgrund meiner Recherche für meine Familiengeschichte habe ich Anfang des Jahres, gab es ja sehr, sehr viel im Fernsehen, weil der Krieg ja jetzt 70 Jahre her ist oder so. Oder noch länger. Und da habe ich recherchiert. Und das deckte sich mit den Äußerungen von Martin. Martin sprach immer davon, dass er alles stehen und liegen gelassen hat, dass er nur noch nach Hause wollte und dass dann Flugzeuge immer auf einem Platz waren, da ist er einfach hingerannt. Die Menschen haben sich die Soldaten haben sich an den Tragflächen festgehalten. Er hatte das Riesenglück, er sagt, er wusste selber nicht, wie das passiert ist, er hat es aber geschafft, im Inneren zu landen. Er sagt, da lagen die alle aufeinander und sowas, ne? Und er ist nach Hause gekommen. Er sagt, schrecklich war es, als der Flieger denn so wackelte und alle flogen runter. Er hat es geschafft. Und ich bin fest der Meinung, es war ein Geschenk. Er war beschützt von seinen Eltern und es war vielleicht auch ein Geschenk, weil er sich geweigert hatte, wehrlose Menschen umzuschießen. Viele tun ja auch, das habe ich ja auch erlebt mit meinen Geschichten, die ich erlebt habe. Ich habe sehr oft die Menschen gefragt, warum lügen sie so? Warum schreiben sie diesen Kram? Diese ganzen Sachen, die ich mit den Behörden erlebt habe oder auch das Zwischenmenschliche. Warum machst du das?
Es bringt doch nichts. Möchtest du auch so behandelt werden? Oma sagte, als ihren kleinen Bruder sagte, mein Bruder ging als hübscher, dunkelhaariger Mann in Krieg und kam als weißer Mann wieder. Auch ihre anderen Brüder haben überlebt. Ihre Verwandten in Dresden, ob es Uschi ist oder Renate ist, die haben also wirklich die dollsten Sachen erzählt. Da gehe ich auch schrittweise ein, was die erzählt haben. Ich habe veröffentliche ich sogar ihre Originalaufnahmen. Sie haben mir erlaubt, Tonaufnahmen zu machen von den Telefonaten. Auf jeden Fall haben sie überlebt. Als dann der eiserne Vorhang kam, haben sie ja nichts mehr voneinander gehabt. Keine Briefe kamen an, keine Pakete kamen mehr an und Oma war natürlich in sehr, sehr großer Sorge. Dann sind wir ja mal rübergefahren und da konnten sie alle wiedersehen. Und früher war das dann ja so, zu DDR-Zeiten, das kann sich vielleicht heutzutage kein junger Mensch mehr vorstellen, wir waren alle verwandt. Es waren sind Familien auseinandergerissen worden und alles. Es war einfach nur schrecklich. Und das Komische ist, Deutsche haben auf Deutsche geschossen. Deutsche haben Deutsche bespitzelt. Dein Bruder hat vielleicht deinen Bruder bespitzelt. Das kann man sich nicht mehr vorstellen, aber so war es. Und die Menschen haben es gemacht, weil sie Angst hatten, dass ihnen was passiert. Viele, die dagegen waren, dann wurden mal die Kinder weggenommen oder vieles mehr. So, und wir waren zur Jugend war hier mal drüben. Und das hatte ich schon im anderen Video erwähnt, dass dann plötzlich die Filme alle rot waren. Alle Erinnerungen waren weg. Und das kommt ja nicht mehr wieder. Wir haben uns ja gefreut. Wir sind ja eine riesige Familie. Warum das immer so ist, warum die Menschen so sind, ich verstehe es nicht. Und das, was da drüben alles passiert ist, ist ja auch unmenschlich. Wieso bespitzelt jemand einen anderen? Wieso werden falsche Tatsachen geschrieben? Das habe ich ja auch erlebt. Jetzt, im jetzigen Deutschland. Warum wird ganz bewusst die Wahrheit verdreht? Nur um nicht zu sagen, hier, ich habe einen Fehler gemacht. Fehler passieren. Ist es nicht schön, dass es, wenn man sagt, ach, Frau Becker, entschuldigen Sie bitte, ich habe einen Fehler gemacht? So ist die Menschheit. Und ich muss leider beobachten, oder ich habe jetzt beobachtet, eigentlich von 2000 an bis jetzt, dass es langsam Trend wird, sich zu belügen, zu stressen. Aber es lohnt sich nicht. Und wenn ich sehe, trotz allem, was ich erlebt habe, was ich Schönes erlebe, wiegt das auf. Obwohl natürlich, man vergisst nicht. Man kann damit leben, aber man vergisst es nicht. Oma war glücklich, dass sie dann ihre Brüder endlich wieder gesehen hat. Ihren großen Bruder hat sie leider nicht mehr lebend gesehen. Der ist verstorben. Aber so ist dann der Kontakt noch gekommen. Und auch ihre Schwägerin, mit der sie ein Herz und eine Seele war, die Erna, die erzählte auch, sie war Krankenschwester. Und was sie da erlebte, gerade während der Bombennacht und auf Dresden, was da alles dann passiert ist, ist echt schrecklich. Aber wir haben dann auch ein tolles Erlebnis gehabt. Und zwar, es weiß ja jeder von unserem Jahrgang, die Jüngeren ja nicht mehr oder die Älteren wissen das, der Tag, an dem die Mauer fiel, da weiß jeder noch, was er gemacht hat, was da war. Meine Oma hatte ja am 8.11. Geburtstag, ja, und wir saßen dann vom Fernseher, Erna war auch da, als die Mauer fiel, als die Grenze aufgemacht wurde, da saßen wir. Erna weinte, wir weinten alle und sie sagte immer noch, das hätte Martin erleben müssen. Martin ist sehr alt geworden, obwohl er herzkrank war. Hier oben an der See ging es ihm natürlich immer blenden. In Dresden, ja, die haben ja mal scherzhafterweise gesagt, Dresden, die Stadt der Ahnungslosen, weil sie am Tal lagen. Die anderen Städte, die konnten alle noch Westfernsehen empfangen, er aber nicht. Und hier oben ging es ihm gut. Er hat auch oft hier, sogar im November, oh, jetzt schneit's Blüten, es schneit Blüten, oh, wie herrlich. Ja, die kam auch sehr oft zu Omas Geburtstag, auch mal im Sommer. Und dann saß sie auch oft hier unter dem Birnbaum. Also wenn der Birnbaum erzählen könnte, dann könnte er so viele schöne Geschichten erzählen. Auch wie ich als Kind hier rumflitzte und so mit meinem Bruder zusammen. Ja, und dann saßen wir in der Wohnstube. Und dieses Glücksgefühl habe ich heute noch. Denn ich wusste ja zu dem damaligen Zeitpunkt noch, als die Grenze zu war. Ich bin ja oft mit der Vespa rübergefahren, was da alles passiert ist. Wie wir schikaniert worden sind. Es war unglaublich, dieses Gefühl zu haben, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und kurz bevor die Grenze aufgemacht worden ist, haben noch unsere Freunde gesagt, Mensch, fahrt schön mit Abstand. Und nun weiß ja jeder, der Motorrad fährt, man fährt gerne versetzt.
Und wir mit der Vespa, wir haben ja, wir sind ja windanfälliger. Und dann fangen wir mal zu eiern an, ne, weil das schaukelt halt, ne? Ja, und dann sagten unsere Freunde in Berlin, Mensch, irgendwas passiert, wir wissen nicht was, aber die Grenzer, die sind so streng und pass bloß auf. Und damals, das hält zwar auch keiner für möglich, aber es gab Parkplätze für DDR-Bürger und Parkplätze für BRD-Bürger, ne? Also für Wessis. Ne? Aber das war mir einmal egal, denn ja, das sind ja Betonplatten gewesen und im Tack, 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 Tack. Ja, und ich bin dann rechts ran. Ich musste mal. Es war mir egal, ob ich auf dem Ostparkplatz war. Ja, und denn diese Parkplätze waren ja früher nicht irgendwo Büsche oder irgendwelche Toiletten, gab es da nicht. Also was habe ich gemacht? Ich habe mich daneben geguckt, gehockt. Meine Freunde fuhren vorbei. Ich dann nur noch auf die Vespa wieder rauf, ab. Und die Herrschaften mit ihren Trappis guckten nur groß. Das war nämlich auch das Gemeine. Wenn du dich da aufgehalten hast, dann hättest du einkassiert werden können. Ich habe das auch gehabt. Man musste ja einen Reisepass haben. So, und den musstest du ja am Anfang abgeben. So, dann ging er durch so einen ganz langen Schlauch. So, und ich hatte zu dem damaligen Zeitpunkt schon lange Haare. Aber das Foto im Ausweis war mit Locken. So, und als ich dann auf der Berliner Seite war, da wurden wir aufgehalten. Hinzu kam auch noch, dass von einer Vespa-Freundin, deren Tochter gerade ihr Führerschein gemacht hatte. So, es war sehr kalt, als wir losfuhren. Wir fuhren immer um den Mai rum, sind wir dann eben halt nach Berlin gefahren, Pfingsten, glaube ich, oder so. Und dann haben sie auf halber Strecke getauscht. So, und nun standen wir ja nun an der Berliner Punkt. Es fehlte nicht mehr viel, wir waren in West-Berlin. Und wir wurden festgehalten. Erstens mal, weil meine Haarfrisur nicht mit dem im Ausweis passte. Das sind sie nicht. Doch, das bin ich, gucken Sie doch mal. Ne? So. Das andere war, meine Freunde hatten getauscht. Die Tochter konnte nicht mehr fahren, also hat die Mutter den Vespa-Roller wieder gefahren. Die Tochter ist rein mit dem Roller gefahren, die Mutter ist raus, wollte rausfahren mit dem Roller. Das war ja ein großes Drama. Wir hatten noch ein Begleitfahrzeug, da war sie drin. Ne? Und oh Gott, das war ein großes, großes Drama. Ein Jahr später wurde Sandra, die hatte dann einen eigenen Roller, wurde sogar rausgezogen, hat einen Widerseitenwind, ob sie ihren Roller nicht richtig beherrscht und. So, und dann diese Schikanen, weiß ich nicht, was das alles sollte. Ne? Auch, wir sind ja auch mal mit dem Auto rüber und dann wurden Freunde von uns, die rübergefahren sind, grundsätzlich gefilzt. Also wenn du Mercedes hattest oder BMW, oha, oha, oha. Also sind Geschichten passiert. Und wenn man sich überlegt, wir waren alle Deutsche. So. Wir waren ein Volk und wir haben gegenseitig uns bespitzelt oder es, auch wo die Grenzen dann waren, es wurde aufeinander geschossen. Man durfte ja auch nicht frei reisen, gar nichts. Und wenn man sich das heute vorstellt, also ich weiß es noch, also meine Oma wollte so liebend gerne zu ihrem geliebten Dresden, wo sie dann ja auch als Trümmerfrau gearbeitet hat. Als wir das erste Mal rübergefahren sind, während der DDR-Zeit, hat sie nur immer gesagt, was ist aus meinem schönen Dresden geworden? So, und anstellen bei, wenn man was essen wollte, musste man sich anstellen. Riesengroßes Lokal, Plätze frei, aber man musste sich anstellen. An der Bücherei stand man, die Bücherei war leer. Aber wenn die Körbchen alle waren, dann durftest du nicht in den Laden. Solche Sachen sind da passiert. Also im Nachhinein echt irre. Aber wenn ich so überlege, auch wie mein Großonkel Martin Stalingrad überlebt hat, ist es ein Wunder, es ist wirklich ein Wunder, weil was da alles passiert ist, wie gesagt, er äußerte sich nicht groß, er sagte bloß diese kleinen kurzen Sachen und hat auch selten darüber gesprochen. Oma hat, wie gesagt, auch nie über ihre Flucht gesprochen, obwohl ich gerne mehr gewusst hätte. Ich habe auch die ganzen Fotos mal sortiert, die sie rübergeschleust hatte, die ja nun unverfänglich waren, also ihre Hochzeitsbilder und sowas, die hat sie alles drüben gelassen. Und damals hat dann Rudi Carell so eine Show gemacht, der hat also was Verlorenes wiedergefunden. Aber leider wusste sie nicht den Namen, sonst hätte ich das organisiert. Vielleicht auf diesem Wege, vielleicht hat irgendwo noch jemand eine Nähmaschine, die Schubladen hat. Vielleicht ist die irgendwo, steht sie noch. Und da drin, vielleicht gibt es noch diese Fotos da drin. Hofmann hieß früher die Eltern, Hofmann, dass da Zeugnisse drin sind von Hofmann oder die Hochzeitsbilder meiner Großeltern. Meine Großeltern hießen Erich und Linda Richter. Vielleicht steht irgendwo diese Nähmaschine noch und diese Fotos sind noch irgendwo.
denn könnten wir über den Tod hinaus von meiner geliebten Oma das zu uns zurückholen. Das wäre was. Weil, wie gesagt, das hat sie kurz bevor sie noch gestorben ist und wir, wie gesagt, wir wollten das eigentlich machen, noch diese ihre ganze Geschichte aufschreiben, wie das war. Aber das wäre doch eine tolle Geschichte und das wäre vielleicht ein Wunder, wenn das zu uns kommen würde nochmal. Hochzeitsbilder müssen das sein und wie gesagt, Zeugnisse von ihrem Vater hat sie darüber gesprochen, also über die Zeugnisse von ihrem Vater, der war wohl faul und hatte keine Lust so richtig, ne? Und hat nur die Dinge gemacht, die ihm Freude machten. Ne? Ja, das Haus haben wir natürlich auch besucht, wo die Eltern, das Elternhaus meiner Großmutter und ja, wie gesagt, ich frage mich manchmal, was passiert wäre, wenn der Krieg nicht gekommen wäre. Wenn kein Krieg kommen würde, sondern wir alle glücklich miteinander leben würden. Gut, ich würde dann vielleicht nicht hier unter dem Birnbaum sitzen und dann hätte mein Weg vielleicht anders ausgesehen. Aber es wäre sehr viel Leid erspart geblieben. Und meine Oma war auch so eine tolle Frau, die sehr weise war, die auch schon immer, der auch sehr viel passiert ist. Und sie sagt immer, hatte immer gesagt, das, was jemand aussieht, das erntet er irgendwann. Und wenn ich jetzt sehe, über den Tod hinaus, bei Oma fing es mit diesem Herz an, dieses Mutherz, sagen wir mal so. Und kurz nachdem Oma verstorben ist, seitdem finden wir Herzen. Oder die letzten Wochen, was alles Tolles passiert ist. Ich finde immer Herzen oder ich steige aus dem Auto aus, dass da, im Moment ist es immer so, Engel sehe ich. Das sind Engelabbildungen. Ob da ich ein Glas habe, Aperol, der Schatten ist ein Engel. Und wie gesagt, darüber werde ich auch noch sprechen. Es wird jetzt eine ganze Reihe von Geschichten geben und Erlebnisse geben, die vielleicht irgendwann mal zu einem Buch zusammengefasst werden. Aber mir fällt es leichter zu sprechen, obwohl, wie gesagt, da ich ja meiner Mutter sehr, sehr viel Zeit widme und glücklich bin, auch zu sehen, dass es ihr gut geht, obwohl sie hat natürlich Phasen, wo es ihr dann nicht so gut geht, aber ich denke mal, Liebe heilt, Liebe bewegt Berge, mit Liebe kann man sehr viel erreichen, mit Liebe kann man glücklich machen und ich würde mich riesig freuen, wenn wie gesagt, meine Videos Mut machen und Liebe weiterzugeben, das wäre ein großer Erfolg für mich, denn angrund der Geschichte von meinem Onkel Martin, der ja eigentlich von seinen Befehlshabern, von seinem General, Offizier oder was weiß ich, gesagt gekriegt hat, du erschießt da jetzt die Menschen und er hat es nicht gemacht und ist nach Stalingrad gekommen und hat überlebt und ist noch sehr, sehr, sehr alt geworden. Er hatte einen schönen Tod, er ist im Sessel eingeschlafen, also seine Frau, die hat abgewaschen und er hat dann immer abgetrocknet und dann hat sie irgendwann gesagt, Martin, du kannst kommen und er war im Sessel eingeschlafen. Ne? Hat also ein wunderschönes Leben noch gehabt, genauso wie meine Oma, nach dem, was sie alles erlebt hat. Sie hat Verluste gehabt, hat, wie gesagt, was sie alles erlebt hat, auch in Dresden, wo die Russen sie da zum Aufräumen nach Dresden geschickt hat. Sie musste die Leichen hochbergen, ab und zu sprach sie mal was. Sie sagt, die sahen aus wie kleine Kinder und kleine, ganz klein und schmal und schrecklich war das, also sie äußerte sich nicht sehr viel darüber, aber es muss schrecklich gewesen sein. Aber meine Oma hat sehr viel gelacht, wir haben sehr viel Spaß gehabt hier im Garten. Also es war immer, Oma war immer zum Scherz aufgelegt und wir hatten ja hier eine wunderschöne Kindheit auch in diesem Haus. Nur eine Straße weiter, das kann man sich heute auch nicht mehr vorstellen, weil rechts und links stehen lauter Autos, das Kopfsteinpflaster, da haben wir Völkerball gespielt, da wurde dann zack, 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 zack. Die Kopfsteinpflaster rein, da die Felder ausgezählt. Meine Oma wusste immer, ihr habt heute Völkerball gespielt. Gut, sie war auch strenger, weil sie nun Angst hatte, weil sie so viel erlebt hatte. Wenn zum Beispiel Gewitter war, dann mussten wir weg vom Fenster, weil da hatte sie ein Erlebnis als Kind. Da war sie auf dem Feld und da sie nicht so schnell laufen konnte, Freunde sind schon vorgelaufen, ihr großer Bruder hat sie an die Hand genommen und die Freunde, die haben sich in einer hohlen Eiche versteckt und da ist der Blitz reingegangen. Und dieser Anblick muss wohl schrecklich gewesen sein. Das hat sie dann nie verkraftet.
Und diese Angst hat sie dann mitgenommen. Also sie fuhr im Dunkeln, mussten wir drinnen sein. Ja? Und dann stand sie immer oben an der Ecke, ne, mit ihrer Schürze hier rum und dann, Beggars, reinkommen. Ne? Aber wie gesagt, ich erinnere mich sehr, sehr gerne an meine Kindheit. Und mein Opa soll auch so ein Unikum gewesen sein und lustig gewesen sein und sehr beliebt. Und da muss ich auch an eine Geschichte denken. Doreen hat ja auch meine Verstorbenen alle gemalt. Das ist ja, das gibt es ja auch, diese virtuelle Malerei. Also es gibt ja, ich zum Beispiel sehe Verstorbene, wie viele von uns spüren und sehen. Und wie gesagt, die Artikel in der Tina und in der Mainz haben ja einen riesen Rattenschwanz nachgezogen. Also viele fühlten sich bestätigt, weil es heißt ja leider, du bist bekloppt, du bist verrückt. Aber es gibt viel, viel mehr zwischen Himmel und Erde, was wir ahnen und spüren. Und das sollten wir auch zulassen. Ja, und ich bin dankbar für alles, muss ich ehrlich sagen. Und wenn ich jetzt hier so in die Luft gucke und dann die Bienchen hier rumschwirren sehe, das ist für mich also die große Freude überhaupt. Na, ja, und dann, ja, jetzt habe ich so ein bisschen Faden verloren. Eigentlich wollte ich eben noch was erzählen. Ich weiß aber nicht genau, was ich jetzt sagen wollte. Ja, die fröhliche Kindheit hier. Ja, und Oma hat dann sozusagen einen Ausgleich gekriegt. Also sie hat alles verloren, hat den Mut gehabt, ihre drei Kinder zu nehmen und auf die Flucht zu gehen, um hierher zu kommen und hat hier ein sehr, sehr glückliches Leben gehabt. Und das hoffe ich auch, dass es hier wieder Frieden einkehren kann, dass all das, das Schlimme, was hier passiert ist, verschwindet, einfach weg ist und wir hier wieder unser Lachen wiederfinden, was 2007 so ziemlich verstummt ist, dass hier bald wieder Leben in der Bude ist. Und wenn ich mich umgucke, was hier alles blüht, wie schön das alles ist. Gut, im Moment ist mein Garten so ein bisschen verwildert, aber es ist auch so ein bisschen mystisch, muss ich sagen. Überall blüht jetzt der Löwenzahn und alles. Es ist einfach nur traumhaft. Und es war schon früher so, dass jeder gesagt hat, in deinem Garten ist es so gemütlich, das ist so schön da. Und ich spüre sehr, sehr oft die Präsenz meiner Oma. Ich weiß auch noch, sie ist sehr, sehr oft hier. Ich rieche den Zigarettenduft, Zigarrenduft meines Opas oder ich rieche ihr Parfüm. Das geht meiner Mutter genauso. Ja, und ach ja, Doreen sagte das. Die hat gesagt, ja, da war eine Geschichte mit dem Fahrrad mit deinem Opa. Jetzt weiß ich das übrigens, Doreen. Die Geschichte fällt mir jetzt wieder ein. Und zwar hat die meine Mutter mir gestern erzählt. Opa war ein Polizist, der gerne mal mit dem Augenzwinkern hinweggeschaut hatte. Er war ja auch Fahrlehrer und hat dann, hat LKW Fahren beigebracht, also LKW-Führerscheine hat er gemacht. Und das konnte er später nicht mehr, weil er hatte ja nachher Lungenkrebs. Und dann, früher war es ja so, es wurde einfach rausgeschnitten und ja, er sollte dann operiert werden, aber da ist er dann gar nicht aufgewacht. Ja, und dann gab es so eine Geschichte, meine Mutter war mit ihm im Kino und früher war das so, da musste man Dienst machen im Kino, Wache, dass da nichts, irgendwie keiner Blödsinn macht und so. Meine Mutter ist da mit gewesen und auf dem Rückweg kommt ihm Fahrradfahrer entgegen und Opa war ja in Uniform, ist der Fahrradfahrer ganz schnell abgestiegen und hat ihn geschoben und als dann der Fahrradfahrer auf der Höhe von Opa war, hat er gesagt, na, was ist? Wieso kannst du nicht fahren? Steig mal ganz schnell wieder auf, ich habe nichts gesehen. So, und dann sagt er, ja, weil das Licht nicht brennt. Welches Licht? Ne? Und so und so. Und nun seh mal zu, dass du ganz schnell nach Hause kommst. Oder ganz witzig hier, mein früher Heinzi auch, der ist mit dem Schneewittchen, sagt, dann durch die Gegend gefahren und dann ist er da irgendwo in eine Hecke gefahren. Und Opa hat ihn dann, weil er so ein bisschen einen gezwitschert hatte, hat Opa ihn dann hier im Häuschen versteckt. Und dann kamen seine Kollegen, ja, hast du Heinzi gesehen? Nö, keine Ahnung, wo der ist. Also der Schlachmensch damals, das bewundere ich auch an meiner Oma, die haben trotzdem ihren Humor nicht verloren. Sie haben ihr Humor weitergegeben. Und wie gesagt, wir haben so viel gelacht. Es war so lustig. Was haben wir hier immer alles gelacht? Es war herrlich. Und dieses Lachen möchte ich ab heute wiederkriegen. Ich möchte mit meinen Geschichten, wie gesagt, die Menschen zum Lachen bringen oder vielleicht sagen, ja, so habe ich das auch. Und vor allen Dingen jeden Tag genießen, jede Minute, jeden Tag genießen und denkt an die Geschichte mit Martin. Wunder geschehen, auch wenn es nicht danach aussieht. Und wir können jederzeit selber für Wunder sorgen, ne? Indem wir das tun, unserem Herzen folgen und der Intuition folgen. Und wie gesagt, was Mudi und ich in den letzten Wochen so erleben, das ist einfach unfassbar. Und als ich damals 2000, nee, 2013 plötzlich auf die Idee kam,
mein Video, mein Nahtoderlebnis und wir leben ewig beginnen mit Verstorbenen zu veröffentlichen, haben mich sehr viele Menschen verurteilt, einschließlich auch aus der eigenen Familie, aus dem engsten Freundeskreis. Aber ich musste es machen. Ich wusste, ich musste es machen. Und dann kam das Wunder Anfang diesen Jahres, Ende Januar, wurde ich plötzlich angeschrieben von der Redaktion der Tina. Die wollten ein Thema genau darüber bringen, über Verstorbene. Weil es gibt so viele, die hatten wohl selber eigene Erfahrungen gemacht und die wollten darüber einen Bericht schreiben. Erstaunlicherweise gab die Redakteurin oder die Journalistin Chefjournalistin oder wie heißt das noch? Ach, ich komme jetzt nicht drauf, ist auch egal. Auf jeden Fall gab sie das Thema ein und wie ein Wunder erschien ich. Sie sah mein Profil, sie sah, was ich mache und hat mich dann kontaktiert. Obwohl es gibt so viele mittlerweile in Europa, überall, die sich mit diesem Thema beschäftigen, auch in Amerika, da sind die Menschen ja noch offener dafür als wir hier in Europa, und hat mich angeschrieben. Es gab einen Bericht und der Bericht ist so gut angekommen, dass der Bericht war nicht nur von mir, sondern eben halt auch von einem Professor van der Lack, der selber ein Nahtoderlebnis hat, und noch von weiteren Personen, die sowas erlebt haben, wie dass ihre Verstorbenen ihnen begegnet sind. Ja, und das war dann so, dass ich dann plötzlich auf die Idee kam, jetzt ist mein Bein eingeschlafen, dass ich plötzlich auf die Idee kam, in der Rubrik Bitte lächeln, weil die Journalistin, die mich angeschrieben hat, die hat nämlich eine tolle Geschichte ins Leben gerufen, und zwar erzähle deine Geschichte hinterm Lächeln, denn oft stehen hinter dem Lächeln Schicksalsschläge. Und so ist es jetzt habe ich denn die Geschichte von Mama, ihrer Erkrankung 2015 an Bauchspeicheldrüsenkrebs und wie wir es geschafft haben. Denn ich sehe es wie ein Wunder, weil Mutti hat auch von Anfang gesagt, ich schaffe es, obwohl die Überlebenschancen gleich null sind. Und wir wissen auch nicht, wie es weitergeht. Aber was wir in den letzten 3 Jahren da Tolles erlebt haben, ist unfassbar. Es ist gar nicht in Worte zu fassen. Aber wie gesagt, darüber werden Mama und ich auch noch ein Filmchen machen, darüber, um Menschen, die auch Krebs haben, auch Mut zu machen. So, und diese Geschichte hat die Redakteurin, die Chefin dieser Zeitung so berührt, dass wir eine Doppelseite kriegten. Da wurde ich dann auch zitiert, dass ich fest daran glaube, dass Wunder geschehen können. Ja, und nun, kurz vor meinem Geburtstag, eine Woche vor meinem Geburtstag, bin ich nochmal in einer Zeitung, und zwar in der Mainz. Da habe ich dann eine Doppelseite bekommen, ganz alleine für meine Erlebnisse mit den Begegnungen mit Verstorbenen. Auch der Professor van der Lack hat sich da auch nochmal geäußert. Ich bekam ein schönes Shooting Ende März. Es war arschkalt, es hat so viel Spaß gemacht. Die Ilona ist eine hervorragende Fotografin und wir haben sehr, sehr viel Spaß gehabt. An meinem Lieblingsort natürlich in Laboe, was soll es anderes sein? Und das finde ich auch wieder klasse. Ein Bild, ich liege dann so. Und das ist das erste Bild gewesen, was es von mir überhaupt gibt als Säugling. Da habe ich die gleiche Position. Nenn es Zufall. Ich denke ja, wir kommen auf die Welt, weil wir alle eine Aufgabe hier haben. Und ich denke mal, meine Aufgabe ist es, ein Friedenbringer zu sein. So nenne ich mich einfach. Weil wenn ich sehe, was nach meinem Nahtoderlebnis alles passiert ist, so viele Geschichten. Ich bin mit allem konfrontiert worden, und zwar alle, sagen wir mal in Anführungsstrichen, bösen Geschichten, die passieren können. Und ich habe die Hoffnung, dass, wenn ich jetzt darüber spreche, dass das irgendwann, es ist doch nutzlos, böse zu sein oder sowas. Bringt keinem was, ist unsinnig, muss nicht sein. So, und ich freue mich darauf, was noch passiert. Was jetzt diese Videos eben halt bewirken. Denn ich habe schon sehr, sehr lange diese Vision hier, dass ich unter einem Birnbaum sitze und eben halt meine Familiengeschichte erzähle. Und seit 2-3 Tagen habe ich eben halt eine Begegnung, die ich auch Mama erzählt habe. Ich sehe immer Oma, die da vorne auf dem Rasen vor mir steht mit einer riesengroßen Torte, eine Schwarzwälder Kirschtorte. Schwarzwälder Kirsch war meine Lieblingstorte.
Dann steht hier eine Biergartengarnitur, also so in waagerecht mit zwei Bänken. Die steht auch da vorne. Da sitzt mein Opa und Heinzi und ist am Kartenkloppen. Und als ich Mutti das erzählte, ich sagte genau so mit Krach und wie sie sich bewegen und wie sie sich scherzen und sich gegenseitig veräppeln. Und dann sagt Mama, genau so waren Heinzi und Opa, genau so. Ja, und Else sehe ich auch, die hüpft hier rum als junges Mädchen mit Zöpfen. Und das erscheint die ganze Zeit, diese Torte. Und vorweg muss ich dann nehmen, wie gesagt, Oma ist mir ja immer erschienen oder ist jetzt immer noch präsent. Und man spürt es in allen möglichen Facetten. Dann kriege ich einen heißen Rücken, heiße Ohren oder sonst irgendwas. Mutti geht es jetzt sehr oft zeitgleich genauso. Und bevor das mit der Zeitung kam, bevor die Tina-Redaktion sich an mich gewendet hat, ich möchte hier jetzt keine Werbung machen, aber ich sehe auch nicht an, dass ich das nicht nenne, weil ich zeigen möchte für jemanden, hör auf dein Herz und deine Intuition. Wenn du jetzt plötzlich eine Idee hast, du weißt ja noch nicht, was daraus wird. Ich hätte es 2013 auch nicht gedacht, dass es daraus wird, was daraus wird. Ich sah zwar, dass ich das Video Wir leben ewig, Begegnungen mit Verstorbenen, habe ich immer eine 100.000 gesehen, habe gedacht, ja, du gewinnst im Lotto oder so, naja, vielleicht gewinne ich das auch noch, wer weiß. Jetzt hat es 151.000 Aufrufe, was ich phänomenal finde und was das für eine Wirkung gehabt hat. Also wenn ich das nicht gemacht hätte und mutig gewesen wäre, das zu veröffentlichen, hätte ich es jetzt nicht diesen Weg gewählt. Ich bin da meiner Intuition gefolgt und das Video habe ich auch hochgeladen zu dem Zeitpunkt, wo mein Onkel verstorben ist. So, und bevor die Tina-Redaktion sich an mich gewendet hat, ob ich auch meine Geschichte erzählen möchte, weil über dieses Thema Begegnung mit Verstorbenen, so wollen sie einen Artikel schreiben, sah ich immer tagelang zuvor Oma mit dem Blumenstrauß. Und zwar war der riesengroß, der Blumenstrauß. Und ich immer, Oma, wozu wirst du mir denn gratulieren? Was wirst du denn sagen? Ein paar Tage später bekam ich die Anfrage. So, und was jetzt mit der Torte ist, wer weiß. Vielleicht ist bald hier so viel Frieden, dass wir hier alle im Garten eine große Gartenfete machen und diese Schwarzwälder Kirschtorte wirklich hier steht. Denn die Rezepte von Oma haben wir ja noch. Teilweise zumindest. Ich werde sehen. Also kann ich so viel sagen. Tue das, was du spürst, was dein Herz ist. Ignoriere deine Träume nicht. Wenn du eine Idee hast, die so immer wieder kommt, dann mache es. Dann tue es, dann mache es. So wie ich jetzt hier nach und nach unter diesem Birnbaum Videos machen werde. Über meine Familiengeschichte, über meine Erlebnisse. Das werde ich machen. Und ihr seht anhand meiner Geschichte, dieser Kleinigkeit jetzt mit dem Zeitungsartikel 2013 und 2018, also 5 Jahre später, wir wissen ja nie, wie lange es braucht, bis das, was ich in den Boden eingesetzt habe, ernte. Denn im Moment gibt es überall Maikäfer und wir wissen ja, jetzt müsste ich lügen, aber er braucht ein paar Jahre, ehe er hochkommt. Also es braucht alles seine Zeit, ehe es reift, ehe du das ernten kannst. All das, was du erntest, und überlege gut, überlege sehr, sehr gut, was du siehst, denn das erntest du irgendwann. Und da es im Moment so viele tolle Sachen passieren, ich hier auch in meinem schönen Garten sitze, obwohl ich wollte ja heute irgendwie eigentlich ein bisschen was Gartenarbeit machen, aber Mutti sagte schon, ich war ja bei Mutti, ich bin ja von Mutti gekommen, ich helfe ja jeden Tag, damit es ihr gut geht. Mutti sagte schon, ich habe das Gefühl, du wirst nichts im Garten machen. Da hatte sie recht, denn ich mache hier meine Videos heute. Und ich weiß, dass der Tag kommen wird, wo auch Mutti hier wieder glücklich sitzen kann, ohne Angst oder sonst was. Aber es ist ja verständlich. Als kleines Kind hat sie das erlebt. Mit 67 kam dann wieder der Krieg und sie erlebte im Grunde das Gleiche wieder, was sie schon mal als Kind erlebt hat. Dass man da im Schock ist und einfach wegbleiben will, das kann ich verstehen. Das habe ich ja auch teilweise. Und wenn ich hier so die Schäden sehe, das ist dann automatisch so, dass man sofort sieht, die Szene dazu. Aber ich lasse das nicht mehr zu. Ich denke jetzt an das Schöne und das Gute, was auf mich zukommt. Und das machst auch du. Tu das, was du möchtest. Mach das, was dir Freude macht und Spaß macht. Denn erntest du Freude. Und vergeude dein Leben nicht mit unsinnigen Dingen wie Streit oder sonst was, sondern stehe morgens auf und mache die Dinge, die dich glücklich machen.
Genieße jeden Moment in deinem Leben. In diesem Sinne, ganz viele liebe Grüße hier aus meiner Oase. Das Summen hört man überall. Ich denke mal, das hört man bestimmt auch auf dem Video, weil die Bienen und alles flogen ganz knapp vorbei. In diesem Sinne, bis bald. Ich drücke euch und wünsche euch alles, alles Liebe. Oh.